Wir sollen uns heute hier, lieber Tobias, eine Funktion ausdenken. Fc von x gleich c mal x hoch n mit ganzen Zahlen hier für n. Das heißt, da sollen nicht 7 Viertel hingeschrieben werden können für n, sondern nur 3, 4, 5, minus 2, minus 3, minus 4. Und dieses Gerät soll jetzt im zweiten und vierten Quadranten verlaufen. Das ist ja jetzt schon der zweite Teil, deswegen können wir hier sagen, das hier ist der zweite Quadrant. Ja. Das hier ist der vierte Quadrant. Gerade eben im ersten Anlauf hatten wir im ersten Quadranten und im dritten Quadranten. Und ich habe die beiden Videos jetzt auch so auseinandergeruppt irgendwie, damit man sich das jetzt hier nochmal rausziehen kann hier, um dann nochmal selber auch drüber nachzudenken. Und wenn wir im ersten und dritten Quadranten hatten wir ungerades n, positives c. Für 2 und 4 lautet das genau so, dass wir negatives c und ungerades n. Meinetwegen minus 2x hoch minus 3, x hoch 13 oder auch minus 3x hoch 1 oder auch minus 5x hoch 3 oder so weiter. Ja, das heißt hier eine ungerade Zahl und hier eine negative Zahl davor. Und gleich kommen wir natürlich jetzt mit der Kombination aus ersten und zweiten und dritten und vierten Quadranten zurück.